Die Bundesliga ist wieder zurück und vor allen Dingen ist auch Marcel Wiesner wieder zurück. Darauf freuen wir uns natürlich besonders. Der Spieltag Nummer 28 nach der Länderspielpause mit einem wieder erstarkten Marcel. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Wie geht's dir so? Ja, danke der Nachfrage. Ich habe mir gedacht, wenn die ganzen Bundesligisten immer von Corona schreiben und so viel Corona-Erkrankte haben, dann gucke ich mal, wie das ist. Ich lag wirklich 2-3 Tage komplett flach, aber jetzt bin ich wieder richtig bei Kräften und ich freue mich auf die, ja, auf den Schlussspurt in der Bundesliga. Spieltag Nummer 28 hält einige Bonbons für uns bereit. Das Größte: Borussia Dortmund gegen Leipzig am Samstagabend und nach 763 Tagen wieder mit einer vollen Hütte in einem der schönsten Stadien Deutschlands, wenn nicht Europas. Was sagst du uns zu diesem Spiel, Marcel? Also grundsätzlich, Carsten, freue ich mich erstmal auf dieses Spiel. Ich denke mal, wir sprechen von einem absoluten Spitzenspiel. Einerseits natürlich aufgrund der Tatsache, dass die Zuschauer wieder in voller Menge zurück sind. Andererseits aber aufgrund der sportlichen Ausgangskonstellation. Denn wir sprechen über die beiden besten Rückrundenmannschaften in der Bundesliga. Ja, auf Platz 1 Leipzig mit 23 Punkten aus 10 Spielen. Auf Platz 2 die Dortmunder, die 22 Punkte geholt haben. Das heißt wirklich zwei Mannschaften, die auch extrem formstark unterwegs sind. Ja, bei Leipzig sprechen wir mittlerweile von 9 wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen, die nicht verloren wurden. Ja, von 5 Auswärtssiegen nacheinander. Und bei Dortmund, ja, sprechen wir von einer gewissen neuen Stabilität defensiv. Ja, sie präsentierten sich zuletzt deutlich stabiler in der Defensive. Und da wird es natürlich interessant zu sehen sein, ob sie das auch gegen die ja vielleicht momentan beste und gefährlichste Offensive der Bundesliga ja, auch wieder zeigen können. Zu diesem Spiel hole ich jetzt einfach mal unseren Gast ins Spiel, in die Show. Dirk Schuster, der hat mit Sicherheit auch viel dazu zu sagen. Hallo Dirk. Schönen guten Morgen. Dirk, legen wir mal gleich los mit dem Spitzenspiel am kommenden Spieltag, Borussia Dortmund gegen Leipzig. Wie ist deine Einschätzung dazu? Ich glaube, dass beide Mannschaften noch große Ambitionen haben, oben noch was zu bewegen. Dortmund wirkt als Zweiter momentan relativ gesichert von den Punkten her auf Leipzig. Also haben da einen großen Abstand. 12 Punkte, glaube ich, Vorsprung. Die Leipziger werden noch mal alles versuchen, vielleicht noch ganz oben ein bisschen ranzuschnuppern, wobei ich das wenig erfolgsversprechend halte. Ich halte es für einen Knaller, wo beide Mannschaften offensiv versuchen werden, Fußball zu spielen, denke ich. Ja, und Borussia muss sich strecken, weil die Leipziger momentan ganz gut in Form sind. Marcel, dein Tipp für dieses Spiel Borussia Dortmund gegen Leipzig. Ja, Carsten, du merkst, ich habe mir so ein bisschen selbst die Frage gestellt, ob die Dortmunder diese Stabilität, die sie gezeigt haben, übrigens obwohl viele Spieler in der Defensive gefehlt haben, ob sie diese Stabilität beibehalten können. Ich beantworte diese Frage auch gleich, denn ich sage nein. Ja, und ich gehe davon aus, dass in diesem Spiel einfach Tore fallen werden. Ja, die Dortmunder sind in der Regel einfach anfällig, das muss man so sagen. Und gegen Leipzig werden sie diese Stabilität, die sie gegen Köln oder auch gegen Bielefeld gezeigt haben, denke ich nicht über die Zeit retten können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zudem sprechen wir über Haaland, der mittlerweile richtig gut in Form kommt. Der hat 6 Tore geschossen gegen Leipzig. Das heißt, in allen 3 Spielen, die er gegen Leipzig absolviert hat, hat er einen Doppelpack erzielt. Und unter dem Strich denke ich deshalb, dass viele Tore fallen. Und ich gehe auf das über 2,5 zu einer Quote von 1,60. Dann kommen wir zum Spiel der Bayern. Und die Bayern reisen nach Freiburg. In das neue Stadion der Freiburger. Der Trainer Streich meint, das müssen wir auch zu einer Festung machen, dieses Stadion. Schaffen die das schon gegen die Bayern? Ich sag mal, in den letzten Wochen hat es ganz gut funktioniert bei den Freiburgern. Ja, sie sind jetzt seit 6 Heimspielen ungeschlagen. Sie haben 14 von möglichen 18 Punkten aus diesen 6 Heimspielen geholt. Das heißt, da kann man durchaus von einer gewissen Heimstärke sprechen. Klar ist aber auch, jetzt geht es gegen die Bayern und gegen die Bayern sah es in der Regel in den letzten Jahren gar nicht gut aus für Freiburg. Ja, sie haben nur 1 der letzten 37 Bundesligaspiele gegen den Rekordmeister gewonnen. Und da ja, trennt sich dann ein Stück weit auch die Spreu vom Weizen. Ich glaube nicht, dass Freiburg das Spiel gewinnen wird. Ja, das heißt, meine erste Tendenz geht in Richtung doppelte Chance x2. Und das kombiniere ich mit dem Zusatz, dass beide Mannschaften treffen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Freiburg wirklich gut in Form ist, zuletzt sogar 7-mal nacheinander gegen die Bayern immer mindestens ein Tor erzielt hat. Ja, und bei den Bayern brauchen wir offensiv nicht groß weiter sprechen. Seit 74 Bundesligaspielen immer mindestens ein Tor geschossen, in der laufenden Saison schon 81-mal das Runde ins Eckige befördert.
Deswegen für mich eine klare Sache, X2, doppelte Chance, X2 und beide Mannschaften treffen zu einer Quote von 1,70. Jetzt hat Felix Magath praktisch vom Sofa aus schon die Hertha zum ersten Sieg geführt nach ewigen Zeiten. Das 3:0 war ja schon überzeugend. Glaubst du, dass er Ähnliches wiederholen kann in Leverkusen? Also das ist natürlich schon ein Brett, Bayer Leverkusen. Ja, ich fühle erstmal ein Stück weit mit den Hertha-Spielern, weil ich glaube, dass nach einem Sieg vor einer Länderspielpause und dann auch vor allen Dingen auch in einer Länderspielpause Felix Magath und auch sein ganzes Trainerteam enorm an der Fitness gearbeitet haben werden. Ja, wir wissen noch, was Seppo Eichkorn vor 2 Wochen gesagt hat. Er wird, denke ich, schon noch ein bisschen daran schrauben, dass die Mannschaft noch ein Stück weit fitter wird, noch ein Stück weit athletischer wird, dass sie einfach im Schlussspurt ja, mehr zuzusetzen hat als andere Mannschaften. Und ich kann mir vorstellen, dass sie gegen Leverkusen das Spiel lange offen halten werden. Ja, Leverkusen, wir wissen, hat mit vielen Verletzungen zu kämpfen, gerade im Offensivbereich. Flo Wirtz als größte Personale, die da einfach fehlt im Offensivspiel. Und deswegen glaube ich, dass das Spiel knapper wird, als wir erwarten. Ja, ich würde mich jetzt nicht darauf festlegen, dass Hertha nach 90 Minuten einen Punkt holt, aber ich glaube, dass sie nach 45 Minuten, also zur Halbzeit, noch nicht hinten liegen werden. Ja, einfach, weil sie defensiv stabil stehen unter Magath, darum wird es gehen. Ja, Leverkusen braucht vielleicht ein bisschen Zeit, so wie beim letzten Spiel gegen Wolfsburg auch. Deswegen doppelte Chance X2 nach der ersten Halbzeit zu einer Quote von 1,90. Wir haben übrigens ein Spiel, wo ihr etwas gewinnen könnt. Und zwar ziemlich viel Geld. Den Predictor. Marcel, machen wir weiter mit einem Thema, was natürlich auch Abstiegskampf pur bedeutet, nämlich Bielefeld, Arminia Bielefeld, die zuletzt ja wirklich nicht überzeugend waren, gegen einen VfB Stuttgart, wo ja praktisch in der letzten Minute durch dieses 3:2 alles explodiert ist in Stuttgart. Glaubst du, dass diese Explosion, diese Leistungsexplosion auch anhält in Bielefeld? Kann ich mir sehr gut vorstellen, da bin ich ehrlich. Für mich ist Stuttgart immer noch eine Mannschaft, die fußballerisch, ja, von dem Vermögen, was sie haben oder auch von dem Spielstil, den sie pflegen, gar nicht da unten reingehören. Ja, sie spielen wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Fußball, einen sehr, sehr ansehnlichen Fußball. Und deswegen glaube ich auch, dass sie noch gute Chancen haben, wenn sich da unten rauszukämpfen. Ja, Bielefeld hingegen, ja, sie sind so ein bisschen die Minimalisten der Bundesliga, ja, nicht viele Tore geschossen, aber auch defensiv dafür in den meisten Fällen relativ stabil. Trotzdem muss man natürlich sagen, Bielefeld hat zuletzt 4-mal nacheinander verloren. Ja, Stuttgart hat 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt und mit diesem Trend gehe ich quasi auch mit und deswegen gehe ich auf den Auswärtssieg. Den sichere ich aber ab. Draw no bet. Auswärtssieg Stuttgart zu einer Quote von 1,72. Marcel, machen wir gleich weiter mit Abstiegskampf, denn Augsburg gegen Wolfsburg bedeutet natürlich auch Riesenabstiegskampf. Das Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr. Die Augsburger mit einem moralischen Nackenschlag, das muss man schon sagen, aus dem letzten Spieltag. Trotzdem holen die sich raus aus diesem, ja, aus diesem Keller, eigenen Zopf, können die sich ja vielleicht wieder fangen. Ja, Augsburg ist auch so eine Mannschaft, Carsten. Ist immer schwierig einzuschätzen. Normalerweise hat man immer das Gefühl gehabt, dass sie in der Rückrunde stärker werden. Und dann, wenn es wirklich darauf ankommt, im Abstiegskampf Punkte zu sammeln, haben sie diese Punkte auch meistens geholt. In der laufenden Saison ist das ein Tick anders. Ja, sie haben erst 8 Punkte gesammelt in der laufenden Rückrunde. Das heißt, nur Hertha ist schlechter, ja, seit der Winterpause. Und dementsprechend würde ich nicht darauf gehen, dass Augsburg das Spiel gewinnt. Stattdessen sage ich, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen, weil Augsburg natürlich muss. Ja, ein Unentschieden ist eigentlich zu wenig für sie. Wolfsburg hat jetzt nicht wirklich viel zu verlieren. Sie spielen auch eher offensiver seit der Winterpause unter Flo Kofeld. Und deswegen sage ich, beide Mannschaften treffen zu einer Topquote von 1,90. Und zum Thema Augsburg holen wir natürlich auch Dirk Schuster heute hier ins Boot, denn der hat Augsburg mal trainiert. Jetzt
jetzt kommen wir zu einer Begegnung, die dich auch sehr interessieren sollte, nämlich der FC Augsburg, der FCA, empfängt Wolfsburg am Sonntag. Ziemlich heiße Kiste. Schätzt du das so ein, dass die Augsburger sich aufraffen können, also dass die tatsächlich nochmal den Trend umdrehen? Ja, die Augsburger haben wir in den letzten Jahren auch schon reichlich Erfahrungen gesammelt im Kampf um den Klassenerhalt, wo es auch immer wieder positiv ausging. Sie haben ja auch noch ein Nachholspiel in der Rückhand gegen die Mainzer und stehen jetzt momentan auf dem 15. Tabellenplatz, also ein vor Relegation. Allerdings punktgleich auch mit Hertha und mit Bielefeld. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass die Augsburger auch alles dran setzen werden, die Wolfsburger zu schlagen, die Wolfsburger noch mal ein bisschen unten mit reinzuziehen, selber den Abstand vielleicht nach unten zu vergrößern, ja, um dann im Nachholpunktspiel auch die Woche ein bisschen vergolden zu können. Aber ich habe hier noch ein Ausrufezeichen gemacht hinter Bielefeld gegen VfB Stuttgart, was natürlich auch für die Bielefelder ein extremer Hammer ist, ein VfB, die gerade einen Punkt mehr haben, überflügeln zu können, selber so ein bisschen den Turnaround wieder hinkriegen können und selber auch vielleicht noch einen Schritt machen können Richtung Klassenerhalt oder vorzeitigen Klassenerhalt. Das heißt, für dich ist diese Partie Augsburg-Wolfsburg nur im Zusammenhang mit der Mainz, mit dem Mainz-Heimspiel zu sehen? Ja, ich finde sowieso, dass die oder das untere Drittel der Tabelle in der ersten Bundesliga bedeutend interessanter ist als die obere Hälfte. Weil da tummeln sich noch einige Mannschaften, die man vielleicht auch nicht da erwartet hat, wie die Hertha da unten. Ja, auch Wolfsburg habe ich da unten nicht so weit erwartet, die jetzt auf einmal total verstrickt sind im Abstiegskampf. Ja, Fürth ist für mich schon abgestiegen, wobei sie das überragend machen. Sie geben in jedem Spiel 100%. Versuchen jedem Gegner die Punkte abzunehmen, aber es wird im Endeffekt nicht reichen. Ja, Bielefeld, Hertha, Augsburg, der VfB, ja, Wolfsburg selbst, die Bochumer und vielleicht sogar noch mit ein bisschen Gladbach schielen, die mit 33 Punkten auch noch nicht hundertprozentig safe sind, müssen noch ein bisschen zittern, müssen alle noch Punkte einfahren. Und es sind noch brutal interessante Ansetzungen in dieser Runde, wo sich noch sehr viel verschieben kann. Marcel, der Spieltag beginnt am Freitag mit der Auseinandersetzung Union Berlin gegen den 1. FC Köln. Der 1. FC Köln ist nach wie vor in Schlagweite der internationalen Plätze. Richtig. Köln spielt nach wie vor eine sehr, sehr ordentliche Saison. Trotzdem muss man dieses Spiel meiner Meinung nach ein bisschen differenziert betrachten. Ja, auf der einen Seite haben wir Union Berlin, eine Mannschaft, die zuletzt gar nicht gut agiert hat. Ja, nur einen Sieg geholt aus den letzten 7 Spielen. Seit dem 21. Spieltag hat kein Team weniger Punkte geholt als Union Berlin. Das heißt, die Formstärke ist nicht vorhanden. Ganz im Gegenteil, die Formkurve zeigt auf jeden Fall nach unten. Aber sie haben von 5 Bundesligaspielen gegen Köln 4 gewonnen, 13 Punkte geholt. Das heißt, in der Bundesliga noch nie gegen die Kölner verloren. Und wir sprechen bei Union natürlich von einer sehr, sehr heimstarken Mannschaft. 25 Punkte aus 13 Heimspielen, eine sehr, sehr starke 7-4-2-Bilanz. Und deswegen glaube ich schon, dass Union einen Punkt holen wird. Ja, doppelte Chance 1x und das kombiniere ich mit dem unter 3,5. Denn wenn Union einen Punkt holt, dann werden eher weniger Tore fallen. Davon gehe ich aus. Und für diesen kombinierten Tipp finden wir eine 1,83 in der Spitze. Marcel, kurz und knackig. Frankfurt gegen Fürth. Gehe ich auf den Heimsieg zu einer Quote von 1,50 für die Frankfurter. Sie haben das Hinspiel gewonnen, ganz knapp übrigens, 2-1. Sie sind dann 5 Pflichtspielen ungeschlagen. Ja, sie sind wirklich meiner Meinung nach richtig gut drauf. Freuen Sie schon auf das Spiel gegen Barcelona in der kommenden Woche. Wir werden es dann ja, da wollen, glaube ich, 500.000 Menschen ein Ticket kaufen. Du sagst es. Wir werden es auch nächste Woche analysieren, ob sie da wirklich eine Chance haben gegen die großen Katalanen. Aber hier sage ich Sieg Frankfurt, Quote 1,50. Wer noch ein bisschen mehr ins Risiko gehen will, kann den Sieg Frankfurt mit dem unter 4,5 kombinieren. Denn wir können davon ausgehen, dass wenn die Frankfurter gewinnen, dass sie dann vielleicht bei 1-0, bei 2-0, 1-2 Gänge runterschalten, um dann wirklich schon sich auf dieses große Spiel nächste Woche zu Hause vorzubereiten. Marcel, ich will dich und deine Stimme natürlich auch schon kurz und knapp, Hoffenheim-Bochum. Dann sage ich hier auch Sieg Hoffenheim, Heimsieg, Quote 1,55. Ich denke, die Gründe liegen auf der Hand. Bochum in den letzten 11 Bundesliga-Heimspielen immer getroffen. Hoffenheim immer getroffen. Bochum auswärts nicht so stark wie zu Hause. Deswegen für mich Heimsieg Hoffenheim, Quote 1,55. Und dann als letztes Spiel am Sonntag Gladbach gegen Mainz.
Und auch da gehe ich nochmal auf den Heimsieg der Gladbacher, die sich ja zuletzt deutlich formverbessert präsentiert haben, zweimal nacheinander gewonnen. Mainz wissen wir auch, eher heimstark als auswärtsstark. Und deswegen, ich gehe auf den Heimsieg zu einer ja vermeintlich hohen Quote. 2,32 hätte ich ein bisschen niedriger eingeschätzt und deswegen auf jeden Fall Value geboten. Wunderbar, vielen Dank, Marcel. Ja, man merkt, ein bisschen Tee brauchst du noch, aber ich bin mir sicher, auch die zweite Liga, auch die Tipps zur zweiten Liga bringen wir wunderbar mit dir über die Bühne. Euch wünsche ich viel Spaß und viel Erfolg am Wochenende.